Nein, das ist kein Erlkönig, der sieht wirklich so aus. Das hier ist der Fiat Panda City Cross und damit hallo und herzlich willkommen zu Voice over Cars. Wir machen das heute mal so. Ich laufe hier gleich ein wenig um dieses Fahrzeug rum. Ich erzähle euch ein bisschen was zum Design, dann steigen wir vorne ein, steigen hinten ein, werfen einen Blick in den Kofferraum. Vorher werfen wir natürlich noch einen Blick unter die Motorhaube. Doch vorher erzähle ich euch mal ganz kurz die Geschichte zum Fiat Panda. Wusstet ihr eigentlich, dass Fiat Panda den Namen Panda bekommen hatte, da von jedem Verkaufserlös ein Anteil an den WWF gespendet wurde? Der Panda ist nämlich das Wappentier des WWF. Und während der Panda-Bär selbst unter Artenschutz steht, könnte es dem Fiat Panda schon treffen, wenn mal wieder ein Modell über die Klippe springen muss. Lust auf eine kleine Geschichte? Los geht's. Es war einmal ein Panda. Vor knapp 40 Jahren, im Jahre 1980, da rollte der erste Fiat Panda auf den Markt. Eckig, kantig, kubistisch. 700 Kilogramm leicht wurde das Modell so in der Tat bis 2003 gebaut. Wir in Deutschland konnten ihn allerdings nur bis 1996 kaufen. Was übrigens alle drei Generationen vom Panda eint, den Kleinwagen gab es optional auch mit Allradantrieb. 2003 kam der zweite Panda auf den Markt, der wurde sogar im Jahre 2004 zum Auto des Jahres gewählt. Fun Fact, der zweite Panda wurde von The Great Wall kopiert. Der chinesische Autohersteller verlor vor Gericht und der Import nach Europa wurde gestoppt. Pro importierter Kopie musste Great Wall damals 15.000 Euro Strafe bezahlen, für weitere dann sogar 50.000. Kein Wunder also, dass sie den Export schnell gestoppt haben, oder? Also sollte eigentlich keiner mehr eine Great Wall haben wollen, aber das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Auf der IAA 2011 wurde die dritte Generation vorgestellt und genau das Modell gibt es so immer noch. Der aktuelle Panda basiert sogar noch auf dem gleichen Baukasten vom zweiten Panda. Der Baukasten wurde allerdings stets aktualisiert. So teilt sich der Panda ein paar Details mit dem Fiat Uno, dem Lancia Y und natürlich auch mit dem Fiat 500. Ja, und ihr seht schon, der Markt beim Fiat Panda, der ist wirklich hart umkämpft. Und das ist das erste Fahrzeug, was ich tatsächlich fahre, was 0 Sterne beim Euro NCAP Crashtest bekommen hat. Das liegt vor allem daran, dass dieses Fahrzeug, naja, ich sag mal so, sehr, sehr wenig Sicherheitsfeatures bietet, wie irgendwie aktive Geschichten. Da hat er nämlich mit 7% wahrlich sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Ansonsten, Erwachsenensicherheit ist hier höher als Kindersicherheit. Das ist natürlich mir als Vater eigentlich immer ganz wichtig, dass die Kindersicherheit natürlich hoch ist. Nun gut, es ist ein altes Auto, das darf man einfach nicht vergessen. Aber wir schauen uns das Fahrzeug jetzt einfach mal in Ruhe an. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Scheinwerfer. Haben wir. Ist schon mal gut, ne? Scheinwerfer, dass wir die haben, ist schon mal gut, dass da H4-Funzeln drin sind und wir das Jahr 2019 bzw. bald 2020 schreiben, ist natürlich meiner Meinung nach nicht gut. Und es ist kein Witz, ich bin zwischendurch schon mal ausgestiegen und habe wirklich geguckt, ob die an sind. Ne? Ich dachte, sind kaputt, ist da vielleicht nur Standlicht dran. Also, H4-Leuchtmittel bei der Kombination Dunkelheit und Nässe eine Qual. Also man sieht nicht viel und es mag auch sein, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen, naja, verwöhnt wurde durch die ganzen LED- und Matrix-LED-Scheinwerfer, aber ich glaube, ich kenne H4-Scheinwerfer, die eine bessere Ausleuchtung haben als hier in dem Fall. Vielleicht liegt es aber auch am Leuchtmittel, da soll es ja die ein oder andere Nachrüstlösung geben. Wir haben also hier die Scheinwerfer und hier haben wir die Nebelscheinwerfer, ne? Relativ hoch angebracht. Wir haben ja ein Citycross-Modell, nicht wahr? Quasi wie so eine Flak hier vorne vorgeflankt und das Ganze hier mit diesen schwarzen Applikation, das soll natürlich so ein bisschen Offroad-Charakter machen. Fun Fact, den Fiat Panda, den gab es ja schon immer auch als Allradler. Habe ich hier aber nicht. Ich habe hier tatsächlich die frontangetriebene Version. Ich habe mir den 4x4 gewünscht, der ging aber leider kaputt. Dementsprechend habe ich jetzt hier leider nur den Frontantrieb. Gut, ich sag mal so, diese ganze Offroad-Verkleidung ist damit ja quasi nur Fake, weil so richtig ins Gelände wagen kann man sich mit dem natürlich nicht, ne? Aber er sieht natürlich so schon ganz offroadig aus. Machen wir jetzt schon mal ganz schnell den Wischer-Check, denn da überzeugt er, ich kann die Wischer ganz einfach so anheben und tauschen. Wir haben hier diese Aero-Wischer, die sorgen auch für ein ganz, ganz gutes Wischfeld. Wir haben hier einen ganz guten Anpressdruck und ich sag mal, so richtig schnell ist er ja nachher sowieso nicht, dass wir da Probleme bekommen. Also Scheinwerfer haben wir gesagt, hier die Blinker sind übrigens in den Scheinwerfergehäuse mit drin. Wie gesagt, hier haben wir die Nebelscheinwerfer. Unten haben wir LED-Tagverleuchten, der Rest wie gesagt ganz klassische Leuchtmittel. Und jetzt schauen wir einmal an die Seite und da haben wir 15 Zöller im Radkasten. Das sieht doch wirklich gut aus, oder? Meiner Meinung nach sieht das klasse aus. Und wir haben da nicht etwa Aluräder verbaut, nein, sondern Design-Stahlräder.
ja, mit so einer Kappe drauf. Und dementsprechend haben wir hier auch Winterreifen drauf, 175/65 R15 und zwar im Geschwindigkeitsindex 88H. Matsch und Schnee, Pirelli haben wir hier drauf, die Winter 210, das ist, sind die Snow-Control-Reifen von denen. Die sind ein bisschen lauter, klar, kennt man, ne? Winterreifen sind ein bisschen lauter, aber genauso komfortabel. Also da kann ich ganz und gar nicht drüber meckern. Und ich bin wahrlich froh, dass bei diesem Panda City Cross A 15 Zoller verbaut sind. Das sieht dann natürlich auch ein bisschen besser aus. B aber auch tatsächlich, dass hier nicht so Asphalt-Trennscheiben verbaut sind. Ist für den Winter eigentlich besser, um durch den Schnee zu kommen, aber Optik, wobei Optik hier spielt ja auch eine Rolle. Gott, komm. An der Seite haben wir einen Seitenblinker. Wir haben hier schwarze Applikationen, hier oben auch schwarz. Das kostet übrigens Aufpreis, die getönten Rückscheiben bzw. die getönten Scheiben ab der B-Säule, denn wir haben ja hier mehrere Säulen. Und ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber wir haben immer mal wieder wiederkehrend hier viereckige Elemente, wenn ich das hier mal so zeigen darf. Zumindest so ein bisschen kubistisch, ne? Da vorne in den Rädern drin oder hier hinten auch das Feld. Und das wird uns auch nachher im Innenraum nochmal, naja, das wird das ganze Design im Innenraum auch dominieren, ja? Also dieses viereckige, kantige vom Urpanda quasi, ne? Da kommt es dann noch so ein bisschen wieder, das ist dann halt immer noch die alte, gute Kiste. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Heck, ne? Hier oben rückleuchtend Blinker verbaut, hier der Fiat-Schriftzug, Panda-Schriftzug. Nebelschlussleuchte habe ich, Rückfahrscheinwerfer auf der anderen Seite und gar kein sichtbares Endrohr. Ne? Ist auch nicht schlimm. Getönte Rückscheibe, hier oben eine dritte Bremsleuchte und eine Stabantenne hier oben drauf. Was ich wirklich gut finde, das kann ich jetzt schon mal sagen, das Ding ist ein Glaskasten. Die Rundumsicht, grandios, und dadurch, dass hier hinten natürlich das Heck auch so abfällt, kann man damit perfekt einparken. Das schon mal so. Optional gibt es hier Parksensoren für hinten. Bräuchte ich jetzt gar nicht so, ne? Weil nach einer kurzen Umsteigezeit kann man wirklich das Fahrzeug sehr gut einparken, aber wenn sie da sind, ist das ja gar nicht so schlimm. Hinten haben wir übrigens Trommelbremsen, hinter den übrigens 6x15 Zoll breiten Felgen, Einfresstiefe ist 35, nicht wahr? Da hinten haben wir Trommelbremsen und vorne haben wir 2,57er Scheibenbremsen, die hier für die Verzögerung verantwortlich sind. Was haben wir noch? Wir haben relativ breite Außenspiegel. Wir haben ganz klassische Türgriffe. Ja. Die fühlen sich so an, als, ich sag mal so, wenn jetzt hier so ein richtig harter Winter kommt, dann könnte ich Bedenken haben, ob das nicht vielleicht, wobei ich sag mal so, die sind ja schon jahrelang auf dem Markt. Das heißt, davon hätte man gehört, nicht wahr? Also da wird mein Gefühl sich da wahrscheinlich so ein bisschen trügen. Gut, was haben wir noch? Wir haben hier Radlaufverbreitung, wir haben hier so ein paar Spaltmaße. Da sage ich dann ganz ehrlich, das wäre beim Spaltenpferdel nicht so durchgelaufen, aber Schwamm drüber, ja, Schwamm drüber. Wir haben hier eine Tankklappe, wow, was für eine Überraschung. Und da ist sogar eine Easy-Fill-Funktion, ja. Das heißt einfach Klappe auf, Rüssel rein, tanken. Super nimmt er sich, nicht wahr? Und dann machen wir das 37 Liter Tankvolumen dann einfach voll und dann fährt man weiter, ja. Und das funktioniert natürlich gut. Der Panda City Cross hat natürlich an der Seite auch nochmal diese Seitenverplankung, da steht dann auch nochmal Cross drin. Ja, und dann war es das auch schon mit dem äußerlichen Design, deswegen kommen wir jetzt zu den Abmessungen. Der Panda, der ist so, wie er hier steht, 3,70 Meter lang, verfügt über einen Radstand, ihr wisst es, gemessen von Radmitte zu Radmitte von 2,30 Meter und ist 1,64 Meter hoch. Nicht gemessen wird da, glaube ich, die Dachreling und auch schon gar nicht diese Dachantenne. Inklusive Außenspiegel ist das Fahrzeug 1,88 Meter breit. Ich hoffe, ich muss Ironie hier nicht kennzeichnen, denn sonst kommen gleich die Fiat-Fanboys und werfen mit Bambusstöckchen, bis ich blute, oder? Werfen wir also schnell einen Blick unter die Haube. 1,2 Liter Benziner, 2 Ventile pro Zylinder, Verdichtung 11,121, Bohrung 70,8 x 78,9 und Zahnriemen. Den kann man übrigens sogar noch selber wechseln, hat mein Nachbar erst letztens bei seinem gemacht. Lust auf eine Runde Autoquartett? Ich sag mal so, der Panda ist da vermutlich aktuell eher die Niete. 1,2 Liter Hubraum, 51 kW bei 5500 Umdrehungen in der Minute, sprich 69 Pferdchen schlummern hier unter der Motorhaube. Die Kraft geht bei unserem Fahrzeug über ein manuelles Fünfganggetriebe und anschließend über die Vorderräder auf die Straße. Legt man es drauf an, dann liegt ein Drehmoment von 102 Newtonmeter an der Kurbelwelle an.
Ich hatte mal einen Akkuschrauber, der hatte schon 60 Newtonmeter Drehmoment, aber das mal nur so am Rande. Nehmen wir nun also mal an, alle äußerlichen Bedingungen stimmen. Straße trocken, Reifen sauber, Fahrbahn gerade, Temperatur im Keller. Dann beschleunigt man innerhalb von 14,8 Sekunden, wenn man sich dann auch schnell genug durch das Fünfganggetriebe rührt, auf Tempo 100 km/h. Legt man es dann drauf an und hat ausreichend Zeit mitgebracht, dann schafft man eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 150 km/h. Ein Panda-Bär schafft übrigens temporär nur 30 km/h. Wer sich nun wirklich mit dem Panda auf die Langstrecke traut, der wird schalten. Fünfter Gang, vierter Gang, dritter Gang, über den Berg die Kuppe und wieder hochschalten. Wer auf der Autobahn die Höchstgeschwindigkeit hält, der wird den 37,0 Liter fassenden Tank schneller leeren. Ansonsten schafft man Verbrauchswerte von um die 6 Liter und somit Reichweiten von fast 600 Kilometer. Also realistisch sind eher 450 bis 500, aber die kann man mit einer Tankfüllung wirklich schaffen. Der Neftverbrauch wird übrigens mit 5,7 Liter angegeben und der CO2-Ausstoß liegt bei 131 Gramm pro Kilometer. Werfen wir ganz schnell einen Blick in den Innenraum. Im Innenraum fällt mir sofort und wieder auf, dass der Designer kubistische Elemente liebt. Überall findet man eckige Designmerkmale, so auch auf den beiden Instrumenten hinterm Lenkrad. Dort wird man auch über den Tripcomputer über alle wichtigen Dinge informiert. Reichweite, Verbrauch oder wer auch gerade anruft. Denn via Bluetooth kann man das Smartphone mit dem Radio verbinden und die Freisprechqualität, die geht in Ordnung. Das Lenkrad lässt sich leider nur in der Höhe verstellen, dafür lässt sich der Fahrersitz und der Gurt ebenfalls in der Höhe verstellen. Mit meiner Körperlänge von 1,75 habe ich keine Platzprobleme, stoße mit meinem rechten Bein aber an die breite Mittelkonsole. Pfiffig finde ich den Smartphone-Halter. Unter uns für ein Werksmodell ist das hier schon ganz großes Kino. Drehbar, einstellbar und die USB-Buchse direkt oben. Klasse. Nicht so überzeugt bin ich von den Getränkehaltern. Hier gibt es nochmal einen 12-Volt-Anschluss. Unser Fiat Panda Citycross hat die einstufige Sitzheizung und die Klimaautomatik. Sprich, ich kann hier eine Temperatur einstellen. Umsteiger müssen sich erst daran gewöhnen, dass die Taster für die elektrischen Fensterheber in der Mittelkonsole sind. Diese verfügen übrigens über keinen Einklemmschutz. Schade. Sehr schade. Sehr gefreut habe ich mich über den klassischen Handbremshebelgriff. Loben möchte ich in der Tat das Radio. Sehr schnelle Sendersuche. Auch bei DAB Plus kann man schnell umschalten und sollte der Empfang irgendwann mal schwächeln, wird automatisch umgeschaltet. Man hat 3x6 Speicherplätze, also insgesamt 18 und einen klassischen Lautstärkeregler. Zusätzlich kann man viele Radio- und Telefoniefunktionen über das Lenkrad steuern. Kennt ihr eigentlich meinen Lieblings-Panda-Witz? Läuft ein Panda über die Straße? Bam, Buß. Okay, der Witz war echt schlecht. Apropos schlecht, das mit der Sprachbedienung üben wir auch noch. Da versucht sich das Hilfesystem durch das komplette Menü zu leiten. Das ist wirklich nicht intuitiv. Hinter mir kann ich nicht mehr sitzen, zumindest nicht bequem. Zwei Kindersitze könnte man hier montieren, Isofix-Halterungen stehen dazu zur Verfügung und wir haben noch einen Getränkehalter. Das Problem, auch Kinder brauchen Platz, gerade im richtigen Kindersitz. Die Fenster hinten lassen sich bauartbedingt nur bis zur Hälfte öffnen, da wären Ausstellfenster vielleicht eine günstigere Alternative gewesen. Werfen wir noch einen schnellen Blick in den Kofferraum. Wir haben hier wie bei jedem anderen Kleinstfahrzeug auch eine relativ hohe Ladekante. Dahinter versteckt sich dann aber ein Kofferraumvolumen von 225 Liter. Zwei Getränkekisten oder ein Klappkorb mit zwei Tragetaschen sind kein Problem. Legt man die Rücksitzlehnen um, welches im Verhältnis 60 zu 40 möglich ist, dann vergrößert sich der Stauraum auf 870 Liter. Da müsst ihr aber unbedingt auf die Zuladung achten. Leer wiegt der Fiat Panda Cross übrigens 1075 Kilogramm. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 1455 Kilogramm. Und nun stellen wir wieder keine mathematische Gleichung auf, denn die Zuladung liegt bei diesem Modell bei 380 Kilogramm. Die Dachlast wird mit 55 Kilogramm angegeben und eine Anhängerkupplung ist hier, glaube ich, gar nicht vorgesehen. Die Stützlast würde aber bei 60 Kilogramm liegen und bis zu 800 Kilogramm schwere Anhänger könnte man dann ziehen. Kommen wir zu dem Fahreindruck Fiat Panda Citycross. Wie gesagt, wir haben den 1,2 Liter Motor unter der Haube, wir haben den Frontantrieb. Wir haben zwei 57er Bremsscheiben an der Vorderachse und eine Trommelbremse an der Hinterachse. Dass wir eine ganz klassische Handbremse haben, hatte ich schon gelobt. Die Dosierbarkeit der Bremse, die geht meiner Meinung nach in Ordnung. Ja, ich kann die also fein dosieren. Ich bin kein großer Freund von Trommelbremsen. Das liegt gar nicht daran, dass es nicht günstig ist oder nicht ein geschlossenes System ist, wo nicht ganz so viel kaputt gehen kann, sondern es liegt daran, dass ich als Laie bzw. als Autobesitzer nicht sehen kann, wann die Trommelbremse an der Verschleißgrenze ist. Das heißt, da erfährt man es dann meistens erst beim TÜV, wenn es schon zu spät ist. Und ansonsten bei Scheibenbremsen, dann sieht man ja relativ schnell schon, Mensch, das ist da schon an der Verschleißgrenze, da mache ich die doch mal eben neu, nicht wahr? Weil Bremsen ist Sicherheit. Machen wir uns da nichts vor. Fahrwerk. Wir haben ganz, ganz klassische Bauteile hier verbaut. MacPherson Federbein, das heißt die Feder und der Stoßdämpfer in einem Element vorne, eine Einzelradaufhängung und hinten haben wir eine Verbundlenkerachse mit zwei Federn drin. Oh, was soll ich sagen?
Es ist ja jetzt hier keine Wanderdüne, das Fahrzeug. Es ist auch kein Komfortmeister. Ab und zu kommt ein Stoß durch, aber das ist eine gute, solide, preiswerte Technik, die man auch, wenn es irgendwann mal kaputt gehen sollte, relativ günstig wieder ersetzen kann. Ja, also da alles top. Lenkung. Ich habe eine City-Funktion, das heißt, da kann ich das Ganze noch mal ein bisschen leichtgängiger machen. Ansonsten verlangt hier keine große Rückmeldung. Ja, das ist ein Stadtauto, das verlangt man gar nicht. Ich sag mal so, wenn ich lenke, lenkt das Auto auch. Damit tut ja die Lenkung genau das, was sie soll. Wir haben eine servounterstützte Zahnstangenlenkung hier. Auch hier wieder klassische Bauteile, günstig produziert. Günstig, aber gut. Ja, macht genau das, was es soll. Und warum erwähne ich das so häufig? Denn ich mache mir natürlich auch Gedanken, wie ist das, wenn man so ein Auto fährt, mit den weiteren Kosten, die man dann so hat. Und ich sehe hier relativ geringe weitere laufende Kosten. Wir haben sehr, sehr günstige Leuchtmittel, die man leicht selber ersetzen kann. Und auch die anderen Komponenten hier, die sind sehr, sehr günstig gehalten und dementsprechend dann auch zur Not im Aftermarket günstig zu bekommen. Fahrwerk hatte ich gerade erwähnt, Lenkung hatte ich erwähnt, Bremse hatte ich erwähnt, bleibt also der Motor. Da hatte ich ja schon gesagt, der zieht natürlich kein Hering vom Teller. Den kann man nicht schaltvoll fahren. Wer also meint, er müsste ins Bergige, da muss man schon mal ein bisschen rühren. Und da kommen wir jetzt zum Fünfganggetriebe. Und da möchte ich wahrlich kritisieren, der erste Gang, der ist mir zu kurz übersetzt. Ich muss einfach viel zu schnell von dem ersten in den zweiten. Und da hätte man die Spreizung ein bisschen besser machen können, meiner Meinung nach. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich kam als Umsteiger mit der Schaltung nicht sofort klar. Jetzt nach ein paar Tagen mit dem Fiat Panda, da klappt das schon ganz gut. Aber wie gesagt, da den vielleicht den ersten Gang ein bisschen länger übersetzen, klar, dann ist er nicht mehr ganz so spritzig auf den ersten 50 Metern. Aber es kommt ja hier da eh nicht drauf an. Was ich vermisst habe, ist tatsächlich auch auf der Autobahn, wenn man dann da wirklich mal mit dem Wagen sich auf die Autobahn traut, habe ich tatsächlich vermisst einen sechsten Gang. Denn ab 130 wird er schon sehr laut, dann röhrt er schon. Und das hätte man dann lösen können, indem man die Drehzahl einfach wieder ein bisschen senkt. Klar, da muss man natürlich noch weiter runterschalten vom 6., 5., 4. und so weiter. Und es ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Machen wir uns da auch nichts vor. Verbrauchstechnisch bin ich total zufrieden. Ich habe das geschafft, auf meiner, ich unterbiete jeden Neffswertstrecke, den Wagen zu fahren mit 5,5 Liter. Zugegeben, das hat mit Fahrspaß nichts zu tun gehabt. Und ich habe mir auch zwei, dreimal überlegt, weißt du was, bleibst du einfach hinter dem LKW, überholen macht da ja eh keinen Sinn. Aber ansonsten kann ich wirklich nur bestätigen, das Auto hat zwar nur 0 Sterne im Euro-NCAP-Crashtest, ich habe mich aber nicht unsicher gefühlt, denn das Fahrverhalten ist alles andere als unsicher. Da gibt es wirklich Fahrzeuge, die haben mehr Sterne im Euro-NCAP-Crashtest. Da dachte ich mir so, oh, nee, das ist aber jetzt hier eine Situation, die finde ich aber irgendwie kritisch, hatte ich hier ganz und gar nicht das Gefühl. Nochmal wegen der 0-Sterne-Bewertung, da wird ja getestet, was passiert bei einem Unfall mit Erwachsenen, was passiert bei einem Unfall mit den Kindern, was passiert bei einem Unfall mit anderen Verkehrsteilnehmern und seit dem neuen Test, wie viele Assistenzsysteme sind verbaut. Und da gibt es hier natürlich erstmal so gar nichts, außer eine optionale City-Notbremse, die man sich halt dazu konfigurieren kann. Ansonsten habe ich ein Airbag auf der linken Seite, auf der Beifahrerseite. Der Beifahrer-Airbag ist abschaltbar. Was ich sehr schön habe, ich habe Gurtwarner tatsächlich für alle Sitzplätze. Das heißt, er warnt mich, wenn hier irgendeiner nicht angeschnallt ist. Er zeigt mir das auch im Display an. Finde ich auch großartig. Ja, das heißt, da kann ich gar nicht so groß meckern. Eigentlich. Ne? Aber ihr kennt das, man muss das ja immer alles ins Eigentliche ziehen dann auch, weil 0 Sterne, das ist wirklich schon eigentlich ein vernichtendes Urteil. In der Stadt ist mir übrigens aufgefallen, dass die Lampen da vorne eher funzeln sind. Kein Witz, ich bin eher ausgestiegen und habe nachgesehen, ob die wirklich kaputt sind. Gut, es mag sein, dass meine Augen von den LED-Scheinwerfern der letzten Testwagen einfach verwöhnt waren, aber gerade bei der Kombination Nässe und Dunkelheit konnte der Panda hier nicht punkten, was die Ausleuchtung betrifft. Reden wir noch ganz schnell über die Preise. Los geht es mit dem aktuellen Panda ab 10.990 Euro. Mit dem Motor, der Citycross-Ausstattung und so weiter geht es los ab 13.040 Euro. Und unser Testwagen hier liegt bei knapp 15.500 Euro. Listenpreis. Auf dem freien Markt gibt es das Ganze wie immer etwas günstiger. So, jetzt schreibt ihr mir mal in die Kommentare. Fiat Panda, Citycross, hot or not? Lasst uns gemeinsam diskutieren, denn ihr wisst es, VoiceOverCast ist und bleibt keine Einbahnstraße. Jetzt bin ich wahrlich gespannt, was ihr zu dem aktuellen Testwagen sagt. Also, ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video, euer Jens. Ciao.